Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 8. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Krankenpflegehilfsgesetzes, Hilfegesetzes 19/5143. Das Gesetz wird wiederum eingebracht vom Sozialminister Stefan Grüttner. Bitte sehr, du hast das Wort. Meine Damen und Herren, im Kern sieht der einzubringende Gesetzentwurf eine Verlängerung der Geltungsdauer um 5 Jahre vor, weil das Hessische Krankenpflegehilfegesetz mit Ablauf dieses Jahres außer Kraft tritt und deswegen eine Verlängerung bis zum 31. Dezember 2022 vorgeschlagen wird. Neben der Verlängerung der Geltungsdauer wird bei den Regelungen über die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Krankenpflegehelferin oder Krankenpflegehelfer nunmehr ein klarstellender Hinweis für im Ausland erworbene Ausbildungsnachweise aufgenommen. Es erfolgt der Hinweis, dass die Gleichwertigkeit dieser Ausbildungsnachweise nach den Bestimmungen des Hessischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes zu beurteilen ist. Die übrigen Änderungen des Hessischen Krankenpflegehilfegesetzes sind redaktioneller Art. Der geringe Änderungsbedarf an diesem Gesetz ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich dieses Gesetz in den zurückliegenden Jahren bewährt hat. Insbesondere wird von den auszubildenden Krankenpflegehilfeschulen es weiterhin als erforderlich angesehen. Die Schulen haben dem Ministerium im Rahmen der Evaluierung berichtet, dass die Nachfrage nach einer Krankenpflegehilfeausbildung nach wie vor sehr hoch ist. Der Zugang dazu kann ja schon mit einem Hauptschulabschluss oder einem gleichwertigen Bildungsabschluss möglich sein. Und der erfolgreiche Abschluss der Krankenpflegehilfeausbildung eröffnet dann die Möglichkeit, die dreijährige Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege zu starten. Also insofern bietet dieser Beruf einigen oder vielen jungen Menschen nicht nur den Einstieg in die Pflegeberufe, sondern ermöglicht auch den Aufstieg innerhalb der vielfältigen und zukunftsfähigen Pflegeberufe. Zu Recht wird die Krankenpflegehilfe auch als Basis für sämtliche Pflegearbeiten bezeichnet. Ein paar Zahlen. Der Unterricht in der Krankenpflegehilfe wird derzeit an 13 staatlichen Schulen vermittelt. Im Jahr 2016 gab es 200 Prüflinge. In hessischen Krankenhäusern arbeiteten zuletzt, das heißt im Jahr 2015, rund 1630 Krankenpflegehelferinnen und Helfer, in ambulanten sowie stationären Pflegeeinrichtungen jeweils rund 1000. Zusammen mit den Krankenpflegehelferinnen, die in Reha-Kliniken arbeiten, sind dies rund oder knapp 4000 Beschäftigte in diesem Bereich. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Krankenpflegehilfe ein fester Bestandteil in der pflegerischen Versorgung ist. Wir haben in der Zwischenzeit auf der Bundesebene eine Veränderung im Hinblick auf die Ausbildung in der Kranken- und Altenpflege, ein deutlicher Schritt mehr zur Generalistik. Insofern wird sicherlich auch das Hessische Krankenpflegehilfegesetz im nächsten Zeitraum angepasst werden müssen an die Veränderungen, die durch dieses Bundesgesetz hervorgehoben werden. Da dieses allerdings noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass diese Änderungen bereits heute vorgenommen werden, ist dieser erste Schritt notwendig. Ich bin allerdings sicher, dass die Veränderung oder Novellierung des Krankenpflegehilfegesetzes nicht erst im Jahre 2022 erfolgt, sondern sehr viel schneller, sobald die Generalistik umgesetzt ist und die Länder die entsprechenden Anpassungen vornehmen müssen. Allerdings, bis dahin muss dieses Gesetz verlängert werden und fortdauern. Ich bin auf die Beratungen gespannt. Vielen Dank, Herr Minister. Das Gesetz ist eingebracht. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Frau Kollegin Dr. Sommer. Frankenberg, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Krankenpflegehilfe ist ein pflegerischer Assistenzberuf. In enger Zusammenarbeit mit Pflegefachkräften übernehmen Pflegehelferinnen und Pflegehelfer pflegerische Aufgaben im stationären und ambulanten Bereich und unterstützen pflegebedürftige Menschen bei der täglichen Verrichtung in Pflegesituationen. Sie begleiten Menschen
die Krankheit, Leid oder Sterben erfahren. Ich will gar nicht ausführen, welche Tätigkeiten Sie alle machen. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, ist ganz sicher, Krankenpflegehilfe ist ein wichtiger Baustein im Gesundheitswesen. Und ich kann Herrn Grüttner zupflichten, ja, die Ausbildung hat sich bewährt und ermöglicht einen Einstieg in den Arbeitsmarkt Pflege. Denn eine solche Pflegeassistenzausbildung gibt auch Hauptschülerinnen und Hauptschülern eine Chance, einen Berufsabschluss im Pflegebereich zu erwerben, mit der Möglichkeit zur dauerhaften Weiterqualifizierung. Ich sehe die Krankenpflegehilfe als eine Art Berufsfeldorientierung in einer breit angelegten Ausbildung im Sozial- und Gesundheitswesen, die durch ihre Durchlässigkeit einen Einstieg in das System Berufsqualifikation ermöglicht, meine Damen und Herren. Um nur ein paar Möglichkeiten der Weiterbildung mal zu nennen, das ist die Kranken- und Gesundheitspflege, OP-Pflege, Intensivpflege bis hin zum Studium. Hier gibt es gute Aufstiegsmöglichkeiten und sichere Arbeitsplätze, da Pflegepersonal, und das wissen wir alle, heute dringend benötigt wird und gesucht ist. Ich kann auch aus meinem Bekanntenkreis berichten von einer jungen Frau, die zunächst die KPH absolviert hat, danach sich entschied, noch Kranken- und Gesundheitspflege draufzusatteln, weitergemacht hat mit Intensivpflege, mit der Thoraxchirurgie, mit der Neonatologie und schließlich mit einem Studium zur Diätassistentin. Nun ist sie schon eine ganze Zeit in einem renommierten Klinikum, Pflegedienstleitung. Und das zeigt einfach, meine Damen und Herren, Krankenpflegehilfe ist keine Einbahnstraße. Diese Durchlässigkeit wollen wir erhalten, denn das ist, glaube ich, wirklich einmalig und ist uns wichtig. Herr Minister hat ja schon gesagt, wir werden im Rahmen der Generalistik auch noch einmal darüber sprechen. Zur Wahrheit gehört aber leider auch, dass der Frauenanteil bei Krankenpflegehelferinnen und Helfern bei mehr als 90% liegt und dass nicht jeder und nicht jede es schafft, beruflich aufzusteigen, meine Damen und Herren. Und dennoch brauchen wir Personal in der Pflege. Wir brauchen aber vor allem eine qualitätsorientierte Pflege, das heißt multiprofessionelle Teams aus einem Mix von Fach- und Assistenzkräften. Das Gesetz ist schmal, darauf ist Herr Grüttner schon eingegangen, ohne wesentliche Änderungen. Meistens sind es nur Änderungen redaktioneller Art. Und doch sollten wir nicht zuletzt wegen des prognostizierten und bereits jetzt schon vorhandenen Fachkräftemangels alle Anstrengungen bündeln, Pflegeberufe besser zu unterstützen und für die Erfordernisse der heutigen Zeit und der Zukunft angemessene Lösungswege entwickeln. Meine Damen und Herren, ich habe mir den Berufsbildungsbericht noch einmal angeguckt von 2017. Der sagt aus, dass im Schuljahr 2015/2016 die Anzahl der Auszubildenden in der Krankenpflegehilfe um 1,7% zurückgegangen ist, die Anzahl der Auszubildenden in der Altenpflege sogar um 2,3% und auch in der Gesundheits- und Krankenpflege ist die Anzahl leicht gesunken. Angesichts des demografischen Wandels wird der Bedarf an qualifizierten Personal wachsen. Nicht nur, dass die Pflegebedürftigenzahl steigt, sondern die Pflege wird auch immer komplexer bzw. die Versorgung wird immer komplexer. Gleichzeitig nimmt die Anzahl der Schulabgängerinnen und Abgänger ab, und dann beginnt auf einmal der Kampf um die Köpfe, also die Konkurrenz der Ausbildungsberufe wird größer. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine Erhöhung der Attraktivität der Gesundheitsberufe insgesamt. Daran arbeiten wir derzeit. Wir brauchen ein Konzept für bessere Rahmenbedingungen in der Pflege. Und wir werden auch nicht müde, immer wieder einzufordern, dass Personalmindeststandards ganz wichtig sind. Meine Damen und Herren, wir brauchen aber darüber hinaus auch ein Konzept zur integrierten Versorgung, zu Wissenstransfer, für langfristige Bindung in den Gesundheitsberufen. Wir wissen, dass ganz viele relativ zügig in andere Bereiche wechseln, um nur einmal einige wenige weitere immanente Aspekte zu nennen. Ich denke, wir sind auf dem Weg. Natürlich gibt es noch viele Baustellen, aber es ist eben noch viel zu tun. Das Gesetz ist schmal.
Hier hätte man, wenn gewollt, innovative Aspekte schon einmal setzen können. Aber, Herr Minister, Sie haben ja gesagt, wir müssen das Gesetz sowieso in Kürze noch einmal anfassen. Vielleicht ist es ja dann die Zeit, dass wir uns noch einmal über all die Aspekte unterhalten und für eine gute Pflege in Hessen einstehen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir sprechen über das Hessische Krankenpflegehilfegesetz. Es ist ein schmales Gesetz, und die Veränderungen halten sich in einem Rahmen. Ja, was ist aus unserer Sicht vielleicht eine kleine Veränderung, auf die man noch einmal hinweisen könnte? Es wird dort noch einmal eine Konkretisierung, ein Hinweis auf das Hessische Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz gemacht. Das ist so das Einzige, was mir uns bei der Durchsicht tatsächlich noch einmal so aufgefallen ist, dass das aus meiner Sicht richtig hier geändert worden ist. Der Minister hat schon ausgeführt, dass dieses Gesetz sowieso wieder angefasst werden muss. Es ist jetzt schon relativ viel über den Personenkreis gesagt worden, der dort betroffen ist. Ich bin auch Frau Dr. Sommer sehr dankbar, dass sie hier dieses plastische Beispiel mal geschildert hat, wie dieser Einstieg zum Aufstieg führen kann. Das ist nicht die Regel, denke ich, aber es ist eine Möglichkeit. Das macht dieses Gesetz schon ein Stück weit wertvoll. Man könnte hier eine Grundsatzdebatte noch einmal anstoßen über Vorstellungen der Europäischen Union, über Mindeststandards, mit denen überhaupt in der Pflege gearbeitet werden darf. Man könnte hier eine Grundsatzdebatte über die Generalistik anstoßen. Aber ich glaube, die führen wir dann, wenn denn das Thema auch grundsätzlich in diesem Gesetz Niederschlag finden soll und nicht heute zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, das wäre auch gegenüber den Kollegen jetzt nicht angemessen, sondern das wäre dann ein Stück weit hineininterpretiert in einen Gesetzentwurf, der eine eigentliche Fortschreibung ist und an dem es wirklich zu minimalen Änderungen kommt, die aus meiner Sicht nicht zu kritisieren sind. Ich kann mir momentan kaum vorstellen, dass wir diesem Gesetz am Ende nicht zustimmen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Gesetz ist so schmal wie das Entgelt der Betroffenen. Das ist das Bedauerliche an dieser Situation, und an dem müssen wir auch dringend etwas tun. Und dann haben wir dort Menschen beschäftigt am Ende mit einer Ausbildung, die ähnlich schmal ist wie dieses Gesetz, die aber in der Praxis viele Tätigkeiten übernehmen, die eigentlich der voll ausgebildeten Pflegekraft zufallen müssten, tatsächlich aber im praktischen Erleben dann auch oft von Hilfskräften getan werden, weil schlicht und ergreifend in den Einrichtungen zu wenig Personal herrscht. Dagegen müssen wir Abhilfe schaffen. Eine Möglichkeit, dagegen Abhilfe zu schaffen, ist auch, diese enorm schmale Ausbildung ein bisschen umfänglicher, länger und besser und gründlicher zu machen, damit wir dort Kräfte haben, die all diese Tätigkeiten, die sie dann in der Praxis tatsächlich tun, auch ordentlich gelernt haben. Deshalb müsste man diese Ausbildung sehr grundlegend verändern. Dann müssten wir sie integrieren in die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegekraft. Aber ich hoffe, dass das dann kommt, wenn wir das ganze Thema insgesamt noch einmal debattieren werden. Das wird ja nicht an uns vorbeigehen, dass wir das tun müssen. Ich kann jetzt schon sagen, meine Begeisterung zu dem, was da auf uns zurollt, hält sich enorm in Grenzen, was die Veränderung der Ausbildung entspricht. Wenn die Veränderungen hier in diesem Fall jetzt aber auch noch so klein sind, sie entsprechen nicht den Vorstellungen, die wir davon haben, wie Menschen ausgebildet sein sollten, die in diesem Berufsbereich arbeiten. Deshalb glaube ich kaum, dass es unsere Zustimmung finden wird. Wir werden sicherlich noch einmal in den
zu abzuhaltenden Anhörungen genau zuhören, was uns die Fachleute an der Stelle mit auf den Weg geben und danach unsere Entscheidung treffen. Wir würden uns gewünscht haben, dass man an der Stelle jetzt schon einmal anders reagiert. Und ich würde mir auch sehr wünschen, dass wir einmal erfahren würden, wie viele Menschen tatsächlich aus dieser ersten Ausbildung heraus in die Vollausbildung einsteigen und wie viele, die eingestiegen sind, dann auch tatsächlich diese Ausbildung beenden, wie viele Förder- und Stützmöglichkeiten es für diese Menschen gibt, die diesen Weg wählen, weil ich mir vorstellen kann, dass durchaus auch viele auf diesem Weg scheitern, was ziemlich fatal wäre, weil man die Menschen damit ja enorm frustriert und ihnen auch ein Selbstwertgefühl nimmt und wir dadurch natürlich die Chance verlieren, voll ausgebildete Pflegekräfte zu haben, die wir vielleicht haben könnten, wenn wir sie an der Stelle stärker unterstützt hätten. Da wäre noch einmal wichtig, Zahlenmaterial zu haben, das wir auswerten können, um an der Stelle hinzugucken, ob es da noch einen Handlungsbedarf gibt. Ich halte es für gut möglich, dass es da einen hohen Handlungsbedarf gibt. Die Hürde, in die Ausbildung reinzukommen, mag genommen werden mit diesem ersten Schritt, aber die Hürde, die Ausbildung auch erfolgreich zu bestehen, ist vielleicht noch einmal eine, wo wir es uns genauer angucken müssen. Da gibt es noch einiges, was wir tun können. Wir müssen dringend viel tun, da wir das Personal notwendig brauchen, dringend notwendig brauchen. Und deswegen ist hier Handlungsbedarf geboten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat der Abg. Ralf Norbert Bartelt, CDU-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Hessische Krankenpflegehilfegesetz läuft Ende dieses Jahres aus. Der Entwurf der Landesregierung sieht vor, das Gesetz zu verlängern. Wir stimmen dem zu. Aus der den Mitgliedern des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses bereits zur Verfügung gestellten Unterlagen der Regierungsanhörung geht hervor, dass die angeschriebenen Betroffenen zu dem Entwurf keine Anmerkungen hatten und der Verlängerung ebenfalls zustimmen. Dies trifft insbesondere auch für die Krankenpflegeschulen zu. Die einzige substanzielle Änderung des Gesetzes regelt die Anerkennung der im Ausland erworbenen Ausbildung. Durch die Klarstellung und die Bezugnahme auf entsprechende Richtlinien der EU werden in der Praxis die Anerkennungen erleichtert. Wir hoffen auch, dass die Antragsverfahren dadurch verkürzt werden. Im Zusammenhang der Behandlung dieses Gesetzentwurfs möchte ich ganz kurz, ohne die Redezeit voll ausschöpfen zu wollen, einige wenige Anmerkungen zur Reform der Pflegeberufe machen. Ich bewerte positiv, dass der Bundestag im Juni dieses Jahres die Reform der Pflegeberufe, die ab 2020 eine generalistische Pflegeausbildung vorsieht, verabschiedet hat. Das Gesetz konnte im Juli in Kraft treten. Hierdurch werden folgende Verbesserungen erzielt. Der Pflegeberuf in der Gesellschaft wird hierdurch deutlich aufgewertet. Die Pflegekräfte können ihr Berufsleben flexibler gestalten. Die höhere Anerkennung wird auch zu einer besseren Bezahlung führen. Der Druck wird erhöht werden, sodass weniger Personen vorzeitig ihren erlernten Beruf verlassen. Die Ausbildung ist jetzt bundesweit für Schülerinnen und Schüler kostenfrei. Nicht jedes Bundesland hat bislang, wie Hessen, unabhängig von den Anmeldezahlen, die Schulkosten vollständig und ungedeckelt übernommen. Insgesamt wird auch die Qualität der Ausbildung erheblich verbessert und die fachliche Entwicklung Rechnung getragen, dass die Krankenpflege immer mehr geriatrische Kenntnisse erfordert und dass Altenpflege medizinisch anspruchsvoller geworden ist. Die Aufnahmevoraussetzung bleibt bei einem mittleren Schulabschluss. Das ist uns im Zusammenhang mit der auf EU-Ebene geführten Diskussion wichtig. Bei Einzelbewertungen ist in vielen Fällen auch der Hauptschulabschluss ausreichend, um eine entsprechende Ausbildung zu beginnen. Nach Einführung der Generalistik wird das jetzt verlängerte Gesetz mit Sicherheit wieder geändert werden müssen. Es ist daher zu erwarten, dass wir hier bereits nach 3 Jahren entsprechende Diskussionen führen werden. Abschließend danken wir Schülerinnen und Schülern und ihren Ausbildungskräften für ihre Beiträge,
den Mangel an Pflegekräften und Pflegehilfskräften zu beheben. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Dr. Bartelt. Das Schlusswort in der Debatte hat der Kollege Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen, zwischen Ihnen und der Mittagspause liegt nur noch mein Wortbeitrag. Ich bemühe mich um angemessene Kürze. Ich glaube, dass der vorgelegte Gesetzentwurf nur ein Ziel hat, ein wesentliches Ziel hat, nämlich die Verlängerung sicherzustellen. Herr Minister hat dazu alles ausgeführt. Wir stimmen als GRÜNE diesem Gesetzentwurf zu. Wir haben darüber hinaus von der Kollegin Sommer gehört, dass noch zwei Themen gestreift werden. Zum einen die Frage, wie wirkt sich die Reform der Pflegeberufe aus? Was bedeutet das tatsächlich? Ich glaube, wer die Debatte darüber verfolgt hat, über die Generalistik, ich habe sie als eine sehr umkämpfte Diskussion wahrgenommen. Sie hat sehr stark auch gespalten. Viele hatten ich habe viele Lager da festgestellt, die sehr heftig darum gestritten haben, die auch sehr ungewöhnlich waren. SPD, CDU waren ungewöhnliche Lager, auch auf Bundesebene. Man wurde aufgehalten, die Gesetze, dann wurden sie doch wieder weitergegeben. Also, da ging es ja schon drunter und drüber. Das zeigt auch, viele Verbände waren überraschend dafür, dann einige wenige dagegen. Ich glaube, das war ein sehr, sehr umstrittenes Feld. Fakt ist in der Tat, der Kollege Dr. Bartel hat es gesagt, seit Juli ist beschlossen. Spannend wird jetzt in der Tat. Wir GRÜNE haben dem immer sehr offen gegenübergestanden, gegenüber einer Generalistik. Aber der Erfolg davon wird stehen und fallen mit der Frage, mit der Umsetzung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung, die dann auf uns zukommen werden. Da wird es sozusagen das Entscheidende wird damit passieren. Wie viele Stunden? Das wird ja zusammengeschrumpft. Das wird ja logischerweise, mathematisch logischerweise weniger werden. Da wird es darauf ankommen, wie das genau umgesetzt wird. Und dann wird sich auch bewahrheiten, ob die guten, die positiven Ziele einer Generalistik tatsächlich auch Realität werden. Das ist das eine Thema, was dann mit diesem Gesetzentwurf angetickt wird, nämlich die Reform der Pflegeberufe. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben oder was hier auch Thema war, war die Frage der Mindeststandards in der Pflege, was hier noch einmal zum Thema wurde. Ich glaube, dass perspektivisch an dieser Frage kein Weg dran vorbeiführt. Natürlich brauchen wir auch Mindeststandards in der Pflege. Frau Dr. Sommer, Sie haben da recht. Die Frage war auch schon damals, nur wie wird sich das bei der wie wird das ausfinanziert, die Mindeststandards? Müssen Krankenhäuser das sozusagen von ihrem Etat abschneiden? Geht das ab von der medizinischen Versorgung? Muss umgeschichtet werden? Das ist der entscheidende Punkt gegen Mindeststandards für Pflege, für die Menschen, die in der Pflege arbeiten, dass die Stellen dort einen Mindeststandard bedürfen, finde ich inhaltlich richtig. Und ich will auch noch ergänzen, dass ich, soweit ich informiert bin, dort eine Arbeitsgruppe auf Bundesebene sehr weit getagt hat. Dass diese Arbeitsgruppe, an denen waren alle beteiligt, sehr, sehr viele Akteure beteiligt, auch die Parteien, und dass sie eigentlich zu einer Einigung gekommen sind und es kurz vor einer Verordnung steht. Aber auch hier die Gretchenfrage ist, was bedeutet diese Verordnung am Ende des Tages in der Finanzierung? Und da wird noch weiter verhandelt. Man kann da sehr gespannt drauf sein. Das wird sicherlich das Land Hessen alleine ebenfalls auch nicht stemmen. Solche Mindeststandards haben eine große finanzielle Auswirkung. Deswegen muss der Bund dort die Vorentscheidungen treffen. Auch das scheint auf gutem Wege zu sein. Ich fasse zusammen. Die Pflegeberufe in der Tat stehen vor großen Umwälzungen. Wir brauchen die Umsetzung der Generalistik, und wir stehen auch vor der Frage, wie werden die Mindeststandards kommen, wie sehen sie aus und wie sind sie finanziert. Das sind die spannenden Felder, die jetzt in dieser pflegepolitischen Debatte bestehen. Unser Gesetzentwurf oder der Landesregierung, der vorgelegt wurde, ist, bescheidet sich auf die Verlängerung im Wesentlichen, sodass wir all diese Veränderungen demnächst in ein, zwei Jahren wahrscheinlich dann noch einmal angehen werden. Ich danke Ihnen. Kollege Bocklet, herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Debatte. Der Gesetzentwurf wird zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den Fachausschuss überwiesen. Jawohl, dann sind wir am Ende der Vormittagsberatung. Ich unterbreche die Sitzung bis 15 Uhr und hoffe, wir sehen uns wieder. Die Sitzung ist unterbrochen. Gut.